habe ich noch. Sehr schön. Jetzt lenkst du wieder ein bisschen rechts. Ja, gucken wir mal. Ah. Dreh einfach nach links. Wir fahren hier jetzt links rum. Ganz rum. Und auf die rechte Seite. Ne? Guck hin. Schön rechts rauskommen. So, und jetzt musst du mich wieder unterstützen. Du drückst den Knopf und wieder nach vorne. Knopfdruck und vor. Was zeigt der an? Genau, jetzt drücke ich die Kupplung und schon haben wir die dritte drin. Perfekt. Das machst du jetzt noch einmal. Nochmal. Wenn du schon Tracker erfahren werden willst, dann machen wir das auch richtig. Siehst du? So. Und jetzt haben wir die vier drin, ne? Ja. Siehst du? So vorne. Jetzt haben wir das Tracker-Feeling hier. Der sticht hier auch ganz schön los. Wir fahren jetzt sofort. Da sind wir ja ein Profi am Steuer, der macht das. Jawohl, der guckt da schon richtig in den Spiegel. Nein. Vor allem ständig, du bist im Bild. Ich bemühe mich. Wir fahren nach links. Wir nehmen einen kleinen Kurs. Na gut, dann nicht. Luxemburg weicht von der Strecke ab. Ach, Herr Jesus. Das ist doch A-Klasse, kein GL. Kein GL? Ja, nee, B-Klasse sogar. Jawohl. Immer schön nachgreifen. Perfekt. Wir fahren noch mal nach links dann. Also nicht da, wo der Luxemburg hier ist, sondern links. So, jetzt musst du mal den Hebel nur nach hinten ziehen. Nur nach hinten, mehr nicht. Da kannst du loslassen, kannst du loslassen. Jetzt hat er schon geschafft. Ein bisschen langsamer sind. Ein bisschen nach links fahren, dass wir nicht an den Kontrollen bleiben. Gerade vor noch, gerade vor, wieder ein bisschen rechts. Weiter, weiter, reicht es weiter, dass wir hier mal die Leute aufkriegen. So, und jetzt voll nach links rum, voll einschlagen, bis anschlagen. Ja, ja, siehst du, das passt doch. Jetzt haben wir hier richtig gute Runde. Profi-Fahrer. Wie viel PS hat er? Der hat 420 PS.